Moin moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier zu meinem neuesten Spiel Hogwarts und auch zurück auf meinen Kanal. Ja, heute werden wir uns wieder mal ein bisschen mit allen möglichen Künsten beschäftigen. Wir können Ollivander fragen, was er davon hält, wenn wir einen eigenen Zauberstab bauen, um gegen die Mächte des Bösen anzutreten. Das können wir machen. Huch, mach hier hoch. Oder wir machen noch ein paar Nebenquests. Ich würde sagen, wir gucken mal, was es das alles so ergibt, aber eventuell werden die Nebenquests wahrscheinlich mit von der Partie sein. Oh. Irgendwo fehlt doch hier ein Ballon. Ups. Bam. Da war noch einer. Wo war denn der fünfte? Hab ich falsch gesehen? Nee. Da oben. Okay. Genau. Das sind unsere Aufgaben für heute. Also wir könnten Ollivander fragen. Das wäre unser erstes Ziel. Wenn man auf die Aufträge geht. Mal gucken. Wie man sieht, Zauberstabbeherrschung können wir Mr. Ollivander fragen. Obwohl, wir haben noch hier ein paar, wir haben auf jeden Fall noch Schlüssel, die wir machen können. Und es gibt noch ein paar andere Landemanöver, gibt es auch noch den ganzen Kram. Ja, aber lass uns erstmal den Zauberstabbeherrschung fragen, was der Ollivander davon hält. Und, ja, dann fliegen wir nochmal hin, direkt nach Hogsmeade. Mal sehen. Auf geht's so. Nach Hogsmeade. Yes. Huch, was ist denn gerade? Da ist Ollivanders. Ich hoffe, er hilft mir mit dem Zauberstab der Hüter. Ja, bestimmt. Ich glaube, ich weiß, wo Doran ist. Du findest mich im verbotenen Wald. Lass uns Doran von dem Symbol erzählen, das die Mondkälber gemacht haben. Achso, warte. Also, fragen wir ihn. Hallo, Mr. Ollivander. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir bei etwas helfen könnten. Ja, Professor Fig hat mir mit einer Eule mitgeteilt, dass Sie kommen würden. Er war etwas kryptisch, sagte, ich müsste einen besonderen Zauberstab für Sie herstellen und dass Sie die Materialien hätten. Ja, Sir. Hier sind Sie. Oh, wie außergewöhnlich. Bemerkenswerte Form. So habe ich wirklich noch nie einen Zauberstab angefertigt. Zerbrochene Zauberstäbe repariert, ja, aber das ist etwas ganz anderes. Sie halten mich ganz schön auf Trab. Ich denke, ich kann mit dem arbeiten, was Sie mir gebracht haben. Ich sehe es mir an. Okay. Oh, da ist, oh, das typische Auf- und Abtraben. Oh, ja. ja. Außergewöhnlich. Ja, aber ich weiß was. Mhm, hier und da. Oh, das war wohl verkehrt. Vielleicht doch lieber hier die rote Schnur zum blauen Faden. Man weiß es nicht. Er ist fertig. Ja, schnell. Oh, der sieht cool aus. Was willst du dafür haben? Ich sollte Sie warnen. So einen Zauberstab habe ich noch nie gesehen. Mein Verdacht, wie Professor Fig in seinem Brief andeutete, ist, dass er einem ganz besonderen Zweck dient. Ansonsten ist er wohl kaum zu gebrauchen. Ich verstehe. Danke, Sir. Da ist Zonkus. Oh oh. Ich fürchte, du bist allein. Ich habe dafür gesorgt, dass wir einen Moment ungestört sind. Ach, ich bitte dich. Kein Grund zu übertreiben. Nach allem, was Renrock jetzt weiß, musst du zugeben, dass wir die gleichen Ziele verfolgen. Unsere Ziele werden nie die gleichen sein. Du überlässt den Kobolden, was rechtmäßig uns gehört. Das letzte Behältnis gehört allein den Zauberern. Wir sollten zusammenarbeiten. Was hast du denn da? Hat dein Besuch beim Zauberstabmacher mit unserem gemeinsamen Ziel zu tun?
Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Dieses Behältnis ist mein Geburtsrecht! Charles Rookwood würde Sie nicht mal in der Nähe wollen. Mhm. Wie überheblich. Ich hätte einfach nicht mit einem Kind diskutieren sollen. Okay. Ich sage ja immer, Kinder sollten gesehen werden und nicht gehört. Oh nein. Sie haben mich entführt. Was sag ich überhaupt Handlanger? Versuch es mir nicht allzu einfach zu machen. Okay, gut. Bombarde. Ja, genug. Oh. Oh. Da hat er mich voll erwischt. Oh, fuck, Alter. Wir haben auch ganz schön viele, aber jetzt müssen wir auch ein bisschen mit unseren bösen Zaubern. Ich versuche es nochmal. Wir müssen mit dem ein bisschen dunklere Magie einsetzen anscheinend. Das können wir aber auch machen. Nicht der beste Ort, so ganz ohne Begleitung. Arresto, Moment. Avada, geht ab! Na, was jetzt? Kommt er? Oh! Ja, das schaffe ich wohl. Ich werde hier. Kommt,
sollst schlüpfrig wie ein Kelpie sein. Eine erbärmliche Moment. Ich gucke zu, wie das Licht in meinen Augen verschwindet. Confindo! Confindo! Arresto Moment. Confindo! Super! Oh, ich glaube, ich habe ihn getroffen. Oh, okay, ganz. Oh, X drücken. Oh. Rockwood ist wohl nicht mehr. Zauberstabbeherrschung. Unglaublich. Rookwoods Herrschaft ist endlich vorbei. Endlich. Ich muss Natty gleich eine Eule schicken. Aber erst muss ich zurück in die Kartenkammer und Fig berichten, was passiert ist. Protego! Oh. Erstmal sammeln wir den ganzen Scheiß ein hier. Auch gemein von ihm, uns hier eine Falle zu stellen. Revelio. Ja, irgendwas, was wir einsammeln können? Da war eine Truhe. Die ist dahinter. Da. Okay. Da. Okay. So. Kehren wir zur Kammer zurück. Tja, da hat er wohl Pech gehabt, der Rockwood. No chance gegen mich. Gegen einen Slytherin. Da. Victor Rookwood ist tot. Er griff an, als ich Ollivanders mit dem Zauberstab der Hüter verließ. Ich musste mich verteidigen. Bei Godrics Herz. Geht es Ihnen gut? Ich weiß, dass Sie sich gut verteidigen können. Das habe ich oft genug gesehen. Aber Rookwood höchstpersönlich. Ich sag mal, ich musste mich wehren. Er hätte mich getötet, sobald er das Behältnis gefunden hätte. Ich hatte keine Wahl. Sie haben recht. Sie hatten keine Wahl. Sie haben das Nötige getan. Die Zauberergemeinschaft steht in Ihrer Schuld. Danke, dass Sie das sagen, Professor. Ich bin bereit für das, was kommt. Also gut. Die Hüter warten schon. Oh, guck mal, was sie uns so sagt. Sie haben alle unsere Prüfungen absolviert. Und das unter Umständen, die nicht einmal ich vorhersehen konnte. Sie verstehen jetzt, warum all das nötig war. Der Portschlüssel, das Gewölbe, das Medaillon, das Buch, die Prüfungen. Wir mussten sicherstellen, dass jemand mit unserer Fähigkeit dieselbe Wahl treffen würde wie San, Neve, Charles und ich. Sie kennen jetzt meine Erinnerung und verstehen, was auf dem Spiel steht. Vergessen Sie niemals, dass nicht alle so sind, wie sie scheinen. Wie Sie wissen, gibt es kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Nur weil Sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten Sie das nicht noch immer tun. Selbst die umsichtigsten und fähigsten unter uns könnten den Ausgang nicht vorhersehen, den die Manipulation dessen, was uns nicht zusteht, zur Folge hätte. Was im Behältnis ruht, darf nie befreit werden. Widerstehen Sie der Versuchung, es zu zerstören oder zu kontrollieren. Die Magie, die Sie so sorgfältig geübt haben, muss jetzt einzig und allein das Geheimnis beschützen, das wir hüten. Sie werden wissen, wann der Zauberstab zu nutzen ist. Unser Erbe liegt nun in Ihrer Hand. Geht da. Nicht
cool aus. Betritt die Höhlen der Hüter. Okay. Wir können nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind und hinter dieser Tür nichts als ein unberührtes Behältnis vorfinden. Oh, oh, ich bin gespannt. Ich hoffe doch, die Schutzzauber des Schlosses schützen auch gegen ein Eindringen von unten. Das hoffe ich auch. Aber selbst wenn sie es jetzt nicht tun, versichere ich Ihnen, in Zukunft werden sie es. Konnten Sie Professor Weasley noch erreichen? Ja. Hoffentlich kommen Sie und die anderen bald. Sie wissen, wo die Tür ist, durch die wir gekommen sind. Hm. Da ist der Bohrer. Ich frage mich, ob Renrock hier ist. Gehen wir. Wenn seine Anhänger hier sind, kann er nicht weit sein. Das stimmt wahrscheinlich. Wir haben Schlimmeres überstanden, Professor. Wieso geht mein Zauber nicht? Jetzt. Ah. Ah, komm schon. Dummy! Dieser Bohrer steht zwischen uns und ihm. Verschieben wir ihn. Ich regle das. Augenblick. Oh, sehr gut gemacht. Noch ein Bohrer. Ah, nee. Aber fast wie ein Bohrer, ne? Oh, du verdammte Axt. Okay, der ist echt, der ist mal ein harter Kampf, aber einen großen können wir ja schon platt machen mit Abracadabra und den Rest müssen wir gucken. Ah, echt hart. Moment. Die Hände, komm, trinken. Komm,
Oh Mann. Da bist du ja. Arresto, die Tempel. Oh. Alter Schwede. Aber gleich mit zwei Fetten. Schon krass. Rebellion. Professor, die Mauer. Dort geht es weiter. Sehr aufmerksam, mein junger Freund. Es klappt. Weiter. Ja, Powertränke liegen hier rum. Noch gut gebrauchen. Renrock muss dem Behältnis wohl langsam näher kommen. Ich fürchte, Sie haben recht, Professor. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen weitersuchen. Lumos! Warte, warte. Noch alle Getränke mit hier. Hören Sie? Noch mehr Kobolde. Magst du schreien? Was haben wir denn da? Konfringo! Ach, das Theo bringt mich nicht. Ah, oh, komm schon. Nein! Ich kriege ihn da oben dann besser zu packen, ey. Professor, da lang! Ja, warte, ich will noch was einsammeln hier. Weiter geht's. Ein Kampf jagt den nächsten. Renrock.
Jawohl. Die ganze Armee? Hm. Ah, endlich kommen die. Hm, er sieht aus wie der Solomon, aber das kann ja nicht sein, ne? Die Kobolde haben die Verteidigungszauber des Schlosses umgangen. Komm. Wir müssen weiter. Wir sind wieder mittendrin. Zeig mir, wer das sagt. Komm genau rechtzeitig, Professor Heck. Mist, da die mal Abracadabra aufbewahren sollen. Geil, ich benutze Avracadabra und das interessiert die Zauber kein Stück, ne? Interessiert die kein Stück. Oh oh. Das war nicht so gut. Haha. Die Weasley. Cool. Wow. Coole Kämpfe gerade. Oh Gott, die beiden, wollen die auch gegen uns kämpfen? Ich hoffe nicht. Gedacht?
ja, jetzt machen wir es auf. Obwohl wir eigentlich wissen, dass Randrock gar nicht hätte reinkommen können da, oder? Bin ich jetzt verkehrt? Also sie sagt, ich darf nicht zerstören und nicht kontrollieren. Zum Glück haben wir es vor Renrock geschafft. Wirklich unglaublich, dass es das ist. Das Behältnis war seit Hunderten von Jahren unter dem Schloss. Denken Sie an all den Schmerz, der es schuf. Dafür sind Miriam, George, ihr Freund Lodgok und so viele andere gestorben. Miriam glaubte, die vergessene Magie könnte für Gutes genutzt werden, aber sie kannte die Risiken nicht. Sie hat nicht gesehen, was die Hüter ihnen gezeigt haben. Oder Isidora. Sie sind jetzt der Hüter der Macht, die sich darin verbirgt. Welche Pläne haben sie jetzt damit? Öffnen oder hier lassen? Erst die Frage, ne? Öffnen, dann sind wir wahrscheinlich böse. Muss beschützen, ne? Obwohl ich es auch gerne öffnen würde. Wir können wissen, was damit los ist. Ich werde es hier lassen. Ich werde das Behältnis so lassen, wie es ist. Das freut mich zu hören. Ich habe nachgedacht. Was denn, Professor? Das ganze Jahr habe ich versucht, unsere Reise vor allen geheim zu halten, sogar vor Professor Weasley. Jetzt frage ich mich, ob ich Sie und auch die anderen früher hätte einweihen und Ihnen vertrauen sollen. Die Hüter wollten dieses Geheimnis für immer verwahren. Wie lange bewahren Sie es? Es sollte ewig bewahrt werden. Die Hüter hatten recht. Das Risiko dieser Magie ist zu hoch. Es liegt in meiner Verantwortung, sie zu beschützen. Ich verstehe. Aber Sie sind nicht allein. Ich helfe Ihnen, so gut ich kann. Die Arroganz der Zauberwelt. Kobolde haben diesen Ort gebaut. Er gehört uns. Genug, Renrock. Er hat dir nie gehört. Damit wollte ich schon lange spielen. Miriam starb. Hätte sie den Behälter nur herausgegeben, hätte all das nicht sein müssen. Törichte, wichtigtuerische Hexe. Oh. Ihr zwei seid euch ähnlich. Sie wusste auch nicht, wann man lieber auf. Oh. Naja, jetzt ist das Behältnis jeweils offen. Okay, Oberboss. Oh, sieht aus wie das Auge von Herr der Ringe. Oh.
voran. Oh Mann, das ist echt ein bisschen heftiger. Arresto, Moment. Ja. Oh. Nein, ich hab eins. Arresto, Moment. Gefühl, Digga. Okay, der Abracadabra bringt gar nichts bei ihm. Komm, trink. Ein Schade. Erste Runde geschafft. Verhältnis von ihm. Du hältst mich nicht auf. Ah, okay, wir müssen jetzt mal hinterher kommen zu ihm. Erstmal zu ihm hineiern. Schützen könnte? Was ist das? Ah, oh, okay. Aber da hätte ich zurückschießen können mit der R1, habe ich gesehen. Hm. Oh, versuchen wir nochmal und müssen den ganzen Kampf wahrscheinlich nochmal machen, aber egal, wir versuchen es. Du hältst mich wirklich nicht auf. Ah, nee. Thank you.
Armes. Ah, verdammt. Ich brauche ein paar grüne Getränke mal hier. Ich dachte, mein Leben füllt sich langsam wieder auf jetzt hier. Das wäre ganz cool. Das füllt sich vielleicht von alleine auf. Das tut es gar nicht. Schade. Mehr Getränke habe ich hier nicht. Wo soll ich denn hin? Da runter? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber das ist wahrscheinlich richtig, ne? Ich guck mal kurz hier oben. Ne? Ich guck mal jetzt kurz, ob hier noch ein paar Getränke rumliegen. Komme ich nicht mehr, schade. Dann geht's wohl nur da runter oder hier runter. Hier runter, okay. Oder hier runter, ich weiß nicht. Was soll's, runter. Zum Hauptkampf. Du kannst dich nicht verstecken, Grandrock. Komm schon. Arresto.
Nein. Oh Mann. Kein Leben mehr, wie will ich sterben? Ja, das war's schon. Oh. Shit, ey. Ah, wir sind uns nochmal erneut. Nochmal den unteren Kampf nochmal machen, wahrscheinlich, ne? Ja, oh, man fängt wieder hier an. Das ist natürlich praktisch. Ach komm schon. Weg. Oh nein! Ah, noch ewig. Und? Was macht er jetzt? Oh oh. Wow, Bombarda. War das für ihn? Oh, so ein Eiopie. Cooler Endkampf. Stolz von Hogwarts. Cooler Endkampf, muss man sagen. Echt cooler Endkampf.
Wow. Was für eine Disco-Kugel. Professor. Miriam. Miriam. Hätte sie geliebt, mein junger Freund. Die Welt der Zauberei könnte nicht in besseren Händen sein. Ja. Krass. Professor Elea Safik. Er war für viele von Ihnen ein geliebter Professor und für seine Kollegen ein langjähriger Weggefährte. Ein berühmter Abenteurer auf der Suche nach Wissen. Er hatte den Ruf, das Unbekannte zu ergründen und dabei sowohl Umsicht als auch Sicherheit zu ignorieren. Es soll uns allen eine Lehre sein, und zwar eine tragische. Seine Liebe zum Abenteuer wurde nur übertroffen von seiner Hingabe an Hogwarts. Und natürlich an seine Frau Miriam, die ebenfalls viel zu früh verstarb. Geh mal weg da, das dreht ein richtiger. Professor Fake verkörperte das Beste von uns allen. Ach, er konnte wirklich listig sein, war genial und wissbegierig zugleich und ein wahrlich treuer Freund. Aber vielleicht war es auch sein beeindruckender Mut, für den wir ewig in seiner Schuld stehen werden. Ohne Professor Fake? Nun, ich kann mit Gewissheit sagen, dass ohne ihn viele von uns heute nicht hier wären, von Hogwarts ganz zu schweigen. Die, die ihn gut kannten, werden mir zustimmen, dass wir ihn nach Hogwarts-Manier ehren müssen. Durch weises, tatkräftiges, gerechtes Entgegentreten all dem, was vor uns liegt. Auf, Professor Fick! Oh, Captain, mein Captain. Ja, haben viele wahrscheinlich gar nicht gesehen von euch den Film. Ist noch nicht so wichtig. Wir müssen uns möglichst. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal einen Professor beerdigen würden. Gut, dass Weasley Fake so die Ehre erwiesen hat. Man wird sich gut an ihn erinnern. Ich wünschte nur, wir hätten das auch für Solomon Sallow tun können. Ich muss bald nach Anne sehen. Ominous, ich muss dir etwas sagen. Es hat mit Victor Rookwood zu tun. Angeblich soll er dich vor Ollivanders angegriffen haben. Das war bestimmt ein heftiger Kampf. Das Gerücht stimmt. Und so war es. Aber das meinte ich nicht. Kurz vor dem Angriff murmelte Rookwood etwas Bekanntes. Die Worte, die Anne kurz vor dem Fluch hörte. Kinder sollten gesehen, nicht gehört werden. Halt, was sagst du da? Es war keiner von Ranrocks Anhängern, der Anne verflucht hat. Es war Victor Rookwood. Von Anfang an. Das kann nicht sein. Als Anne verflucht wurde, hat sie nur Kobolde gesehen. Weißt du, seit Ranrock sich für Feldcroft interessiert, interessiert sich auch Rookwood dafür. Deshalb war Rookwood dort in der Nacht, in der Anne verflucht wurde. Er arbeitete mit Ranrock zusammen. Als er Anne sah,
Er wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. Also hat er sie verflucht. Oh, wie grausam. Rookwood hat bekommen, was er verdient. Danke, dass du mir das erzählst. Anne und Sebastian müssen das erfahren, und zwar von mir. Wie besprochen, habe ich mit Black geredet. Sebastian ist gerade beim Schulleiter, aber vielleicht können wir ihn irgendwie informieren. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Naja, was soll denn jetzt großartig mit ihm noch passieren? Der hat jemanden mit Avril Kedavra umgebracht. Vor Zeugen. Ich natürlich auch ein paar Mal, aber es war der Gegner. Aber er hat seinen Onkel umgebracht. Also eigentlich müsste er doch dann für immer weggesperrt werden. Wo sehe ich es verkehrt? So, ich würde sagen, die Hauptgeschichte haben wir wahrscheinlich beendet. Aber es warten noch viele Geheimnisse in Hogwarts. Da, Gratulation, du hast die Geschichte von Hogwarts Legacy abgeschlossen und das Ende des Schuljahres erreicht. Deine ZRG ist nah und es ist Zeit, deinen Fortschritt in ein Handbuch zu überprüfen. Erkunde die Welt, schließe die alle noch offenen Beziehungsgeschichten und Nebenaufträge ab und vervollständige dein Handbuch. Hammer gut. Gut. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei und bis dahin. Tschüss.